Hey Leute, ich bin Stefan. Was ist eigentlich WLAN-Call? Wie funktioniert Wi-Fi-Calling und wie nutze ich es im Ausland? Gleich nach dem Intro. Aber eins vorweg, ich bin bei der Deutschen Telekom und kann damit alle Vorteile des WLAN-Call nutzen. Dazu später mehr. Bevor es losgeht, vergesst nicht den Daumen hoch zu drücken und meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank dafür. Alle drei deutschen Anbieter bieten WLAN-Call an, so heißt es bei der Telekom. Wi-Fi-Calling bei Vodafone und Message and Call bei O2. Bei der Telekom und bei Vodafone ist dies in der Firmware integriert, welche Geräte unterstützt werden, in der Videobeschreibung. Um bei O2 Message and Call zu nutzen, benötigst du allerdings eine App. Da ich bei der Telekom bin, bin ich unter meiner eigenen Telefonnummer und ohne App in jedem beliebigen Wi-Fi-Netz erreichbar. Die Anforderungen an das Wi-Fi-Calling oder WLAN-Call sind übrigens sehr gering. Die Telekom sagt 100 Kilobit pro Sekunde. Da kannst du zum Beispiel mit diesem Gerät hier, Dominik hat darüber ein eigenes Review gemacht, verlinke ich dir in der Videobeschreibung, zum Beispiel wie hier in Melbourne, ohne Probleme telefonieren und das über deine eigene Telefonnummer. Bei der Telekom gilt das für Laufzeitverträge ab 2009. Und du kannst es im Kundencenter oder bei der Hotline kostenlos aktivieren. Und bei den beiden anderen Anbietern schaust du am besten in deinen Vertrag hinein, ob es da genauso ist. Aber was ist WLAN-Call eigentlich wirklich? Das bedeutet, du bist nicht an dein Mobilfunknetz angewiesen, sondern kannst in einem heimischen WLAN mit deiner eigenen Telefonnummer erreicht werden und das auch noch kostenlos. Zudem natürlich telefonieren, wenn du keinen Mobilfunkempfang hast. Zum Beispiel im Partykeller oder bei mir zu Hause. Ich hatte immer schlechten Empfang zu Hause. Nun kann ich über WLAN-Calling, Wi-Fi-Calling sehr gut telefonieren. Was ist eigentlich, wenn du das WLAN zu Hause verlässt? Bei der Telekom ist es zum Beispiel so, dass das WLAN-Call und Voice-over-LTE dieselbe Funktion hat und somit ohne Probleme übergeben kann. Das heißt, das Gespräch wird nicht unterbrochen, wenn du zwischen LTE und WLAN wechselst. Aber wie funktioniert das eigentlich im Ausland? Ich bin hier zum Beispiel in Melbourne und habe den Huawei Wi-Fi Access Point und ich bin jetzt ohne Roaminggebühren unter meiner eigenen Telefonnummer im Ausland erreichbar. Und natürlich kann ich hier kostenlos telefonieren und SMS schreiben zu den Bedingungen meines Vertrages, als wäre ich in Deutschland, obwohl ich hier in Melbourne bin. Moin, und da gibt es nichts zu sagen, wie es im EU-Ausland aussieht, wenn dein Mobilfunkvertrag eine EU-Flat enthält. Wie Dominik gerade schon gesagt hat, solltest du in deinem Vertrag die EU-Auslandsflat haben, brauchst du das WLAN-Call natürlich nicht. Deaktiviere es einfach in den Einstellungen, denn du kannst somit den gleichen Vertrag, also telefonieren und surfen, nutzen. Und das Ganze geht natürlich nicht zulasten deines Datenvolumens. Abschließend für mich die größten Vorteile des WLAN-Call sind diese, dass ich zu Hause, obwohl ich einen sehr schlechten Mobilfunkempfang habe, im WLAN wunderbar telefonieren kann. Das heißt, immer da, wo du keinen Mobilfunkempfang hast, kannst du durch das WLAN-Call sehr gut telefonieren. Vorausgesetzt, du hast Wi-Fi. Und der größte Vorteil für mich, ich bin weltweit unter meiner Telefonnummer und diesem Hotspot erreichbar. Vorausgesetzt natürlich, du hast WLAN-Call. Bei uns in Deutschland beginnt das gerade alles erst. In Amerika zum Beispiel ist das schon gang und gäbe und ist teilweise in jeden Vertrag integriert. Wenn dir mein Video gefallen hat, drück doch den Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, dann bleibst du auf dem Laufenden. Es kommen noch ein paar andere Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.